Ist natürlich nicht immer so einfach. Jetzt komme ich hier in so eine Art Laborschleuse. Nochmal ein Energieriegel. Und gleich mal Entdeckung. Denn da unten laufen doch tatsächlich einige Gestalten herum. Du hast ihn umgebracht, Mann. Der hat darum gebettelt. Hat mich ein Fanatiker genannt. Niemals, niemals. Dafür gehe ich nicht ins Gefängnis. Und die stehen eigentlich ganz gut auf einem Haufen. Vielleicht könnte man da mal diese Granate ausprobieren. Mal schauen, was denn die so kann. Schockgranate, Schocktech, Version 5. Verwendung. Kurzzeitige Betäubung von Gegnern. Warnung. Das Blitzunterdrückung-Upgrade kann die Wirkung von Schockgranaten aufheben. Beschreibung. Die Schockgranate Schocktech wird geworfen und setzt keine Splitter frei, sondern fügt Zielen in der Nähe durch explosiven Überdruck Schaden zu und desorientiert sie. Die Version 5 kombiniert die übliche Funktion einer Schockgranate mit dem Geräusch-Blitzeffekt eines Ablenkungsmittels oder Blendgranate zu einer 1-2-3-Wirkung. Am effektivsten ist sie auf engem Raum gegen Roboter hat sie keinerlei Wirkung. Upgrades. Für die Schocktech-Version 5 gibt es keine Upgrades, aber sie ist für den modularen Einsatz konfiguriert. In Verbindung mit der Minenmatrix für taktische Munition Mark 87 wird die Granate zu einer überaus effektiven Schockmine. Hersteller, Kaiger Systems Limited. Okay, die Typen sind dann nur desorientiert. Das hilft mir natürlich nicht weiter. Schnauze, J-Rock. Trevor, du musst dich beruhigen. Hilf mir. Wir brauchen irgendwas, um ihn zuzudecken. Ich sag's dir, Mann. Diese Opti-Freunde verdienen, was sie gleich kriegen. Okay. Kurz mal einen Überblick über die Lage verschaffen. Ich bin hier oben auf dieser Galerie. Hier ist irgendwie ein Raum. Hier ist anscheinend auch ein Ausgang. Und hier hinten muss ich hin. Jetzt frage ich mich gerade, wo denn die Geißeln festgehalten werden. Vielleicht hier? Auf jeden Fall schaue ich mir jetzt erstmal an, was da oben drin ist, weil vielleicht ist da irgendwas Nützliches dabei. Ups. Natürlich nicht so einfach, sich an den ganzen Typen hier vorbeizuschleichen. Wenn der Typ, der da die Kiste durchsucht, steht etwas ungünstig. Ich könnte es trotzdem einfach mal riskieren. So ein bisschen achten. Da liegt noch was. Keine Ahnung was. Sieht aus wie Munition. Und mein Plan ist, mich jetzt dann hier rum unter die Treppe zu schleichen. Er scheint da anscheinend die Kiste die ganze Zeit zu durchsuchen. Dreht sich jetzt, glaube ich, nochmal um, der Typ, der da an dem Bildschirm langläuft. So, jetzt. Das hat ja ganz gut geklappt. Jetzt zurück. Der andere sieht mich hoffentlich nicht. Und er wühlt immer noch an der Kiste rum. Okay. Wie
sagt, der dreht sich unterwegs nochmal um. Na, der jetzt rumwühlt, der steht ein bisschen unpraktisch. Was machen wir hier eigentlich? Geiseln. Geld hat er dabei. Hat er denn keine Waffe gehabt? Doch. So, dann schiebe ich ihn mal aus dem Weg. Was hat er sich denn da angeschaut? Eine Schockgranate. Lass den Blick schweifen lassen. Scheint es aber sonst außer dieser Schockgranate nichts Spannendes zu geben. Doch, Standard-Gewehrmunition. Ja, das war's. Dann muss ich hier wieder raus. Ich glaube, die offene Tür stört den Terroristen hier nicht. Naja, sonst hätte man wahrscheinlich auch kaum eine Chance, da irgendwie ungesehen rauszukommen. Muss ich nur wieder unter die Treppe kommen, ohne dass mich irgendjemand sieht. Jetzt versuche ich es einfach mal auf die schnelle Tour. Hat ausgezeichnet geklappt. Okay, jetzt arbeite ich mich mal auf die andere Seite vor. Obwohl, ich könnte ja jetzt auch versuchen, hier rüber zu kommen. Aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu aufwendig. Obwohl, was ist denn wohl da oben? Hier kommt man dann hoch. Wohl interessant wäre es wahrscheinlich schon, mal hier zu schauen. Hier kann man die Treppen rauf und da ist dann nochmal ein großer Raum. Nicht genau sicher, wo das ist. Aber vielleicht ist das ja das Büro, wo ich hin muss. Na gut, jetzt gehe ich erstmal auf die andere Seite. Sehr elegant. Ja. Problem jetzt ist, dass jetzt muss ich hier quasi über offenes Feld. Der guckt jetzt genau in meine Richtung. Mist. Das war nix. Ja, das öfter mal neu laden, das kommt in dem Spiel öfter vor. Weil manche Sachen einfach so ein bisschen hier Versuche sind, ob es funktioniert. Also ich glaube, es ist der Typ, der mich dann trotzdem sieht. Also warte ich einfach, bis der da wieder weg ist. Jetzt zum Beispiel. Jetzt kommt er hier zurück. Jetzt muss ich kurz warten, bis er sich nochmal umdreht. Dann da langlatscht. Jetzt versuche ich es mal. Das war, glaube ich, gar nicht schlecht. Jetzt muss ich dann da oben scheint so ein größeres Büro zu sein. Hm. Okay, jetzt versuche ich dann da hinten hinzukommen. Unter die Treppe wieder.
Na, das hat doch bestens geklappt. Aber wenn ich das richtig sehe, brauche ich mich ja gar nicht da die Treppe hocharbeiten. Ich kann ja hier einfach rein und dann hinten rum und dann die Treppe rauf. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich hier einfach rum kann, ohne dass man mich sieht. Was ist denn der Typ von da hinten? Ist der einfach danach schräg hinten? Ah ja, da kommt jetzt gerade wieder in meine Richtung. Sobald er sich umdreht, versuche ich mal. Hahaha. Neben Wachen sind vor allem Sicherheitssysteme ein Problem, da diese Alarm auslösen und die Situation weiter erschweren. Solche Geräte zu zerstören ist keine gute Idee. Versuchen Sie stattdessen, sie zu umgehen. Wenn Ihr Timing stimmt, ist dies vergleichsweise einfach. Wenn ein Alarm ertönt, fangen die Wachen an, nach Ihnen zu suchen. Tja, das wollen wir natürlich nicht. Zum Glück hält diese erhöhte Aufmerksamkeit nicht lange an. Sobald Sie denken, Sie sind entkommen, lässt Ihre Aufmerksamkeit nach. Was sind das denn für Wachen? Okay, laut Karte muss ich mich ja jetzt da hinten lang schleichen, wenn ich nämlich hier hin will. Sehe ich jetzt gerade keinen. Da lief gerade einer vorbei. Hier ist jetzt die Kamera. Man sieht, wie sie sich wegbewegt. Und hepp! Sieht auch auf dem Radar ungefähr, in welche Richtung die Kamera schaut. Muss ich mir nochmal hier bewegen. Aha, das ist also so ein Meetingraum. Da möchte ich aber jetzt noch nicht hin. Jetzt erstmal in diese Richtung hier. Dazu warte ich jetzt einfach ab, bis der Typ, der hier patrouilliert, vorbei ist. Er schaut auch hier schön in den Gang rein. Die nächste Deckung. Ich gehe noch mal ein Stück weiter nach vorne. Also wenn die Kamera wegschaut, so wie jetzt, der kommt in dem Augenblick vorbei, müsste ich ihn ausschalten können. Und dann müsste ich ihn nur schnell aus dem Weg ziehen und dann wäre es okay. Das probiere ich jetzt einfach mal. Das wird natürlich knapp. Na, das ist so keine gute Idee. Wahrscheinlich sollte ich warten, bis er wieder zurückkommt. Schade, dass man die Sicherheitssysteme irgendwie nicht hier in der Nähe hacken kann. So, wenn der Typ sich jetzt ein bisschen beeilt, dann sollte das doch hinhauen mit meinem Plan.